Einen schönen guten Abend, ein herzliches Hallo. Mein Name ist Sebastian Horndasch. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Mit euch allen meine ich natürlich die TeilnehmerInnen. Ich meine das Panel und ich meine natürlich auch ganz besonders Sie, Frau Karliczek. Mein Name ist Sebastian Horndasch. Ich bin seit 2015 im Hochschulforum Digitalisierung. Aktuell leite ich das University Future Festival, von dem ihr alle noch ganz viel hören werdet in nächster Zeit. Heute moderiere ich diese Veranstaltung. So, warum machen wir diese Veranstaltung? Das Thema Isolation war eines der ganz zentralen Wörter in den letzten anderthalb Jahren. Wir haben die alle erfahren, auf die eine oder andere Art, aber wir waren alle davon betroffen. Und ein Studium ist eigentlich das Gegenteil von Isolation. Ein Studium ist Austausch, ein Studium ist Kennenlernen, Feiern, Reisen, gemeinsames Lernen. Und davon ist nicht alles, aber doch sehr, sehr, sehr vieles in den letzten anderthalb Jahren weggefallen. Und nicht umsonst häufen sich Meldungen, dass Studierende in der Corona-Zeit besonders leiden. Da gibt es ganz viele Metriken für. Das hatten wir auch von diejenigen, die vorher schon am Workshop teilgenommen haben, haben das gehört. Die Stressbelastung hat sich deutlich erhöht. Das Student Wellbeing war schon immer ein wichtiges Thema, auch vor Corona, ist aber natürlich jetzt auf ganz andere Weise in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Und das ist der Anlass, warum wir heute hier zusammenkommen. Und ich freue mich sehr auf diese Runde und auf die Diskussion. Eine ganz kurze Info, welchen Ablauf wir hier geplant haben. Ich werde einmal das Panel vorstellen. Ich werde dann überleiten an die Ministerin Karliczek, die ein kurzes einführendes Statement geben wird. Und danach geht es direkt in die Diskussion. Natürlich könnt ihr die Teilnehmenden an dieser Diskussion, also die jetzt hier nicht im Bild sind, auch Fragen stellen. Das geht über die entsprechende Zoom-Funktion. Wir werden davon auch einige drannehmen, aber alle, das wird schwierig. Wir haben nämlich nur 60 Minuten. Letzte Info noch, die Aufzeichnung steht morgen öffentlich zur Verfügung. Ich habe es eben schon erwähnt, dieser Veranstaltung ist ein Workshop vorausgegangen. Nicht alle, die jetzt hier zuschauen, haben am Workshop teilgenommen. Deswegen würde ich jetzt, bevor wir einsteigen, ganz kurz an meine geschätzte Kollegin Jasmin Jabarian weiterleiten, ganz genau, die unter anderem für unsere Arbeit mit Studierenden verantwortlich ist. Jasmin, was haben wir im Workshop gelernt? Was ist da passiert? Ja, danke Sebastian. Du sagtest, wir kommen gerade frisch aus den Workshops, die von unseren Digital Changemakern im Hochschulforum Digitalisierung organisiert wurden. Hatten 60 Anmeldungen roundabout. Es gab ein großes Interesse. Ich glaube, das Thema, das treibt uns alle um. Es ist hochaktuell, natürlich nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft. Und vielleicht als kurzen Einblick, wir haben uns zum einen mit Fragestellungen und dem Status quo der Situation von Studierenden auseinandergesetzt. Es hat sich klar gezeigt, die Pain Points liegen in den Bereichen Kontakt zu KommilitonInnen, Kennenlernen, spontane Austauschmöglichkeiten, Lernen, Projektgruppenbildung. Neben der Bestandsaufnahme haben wir uns aber eben auch vor allem mit der Entwicklung von Ideen zur Förderung von Student Wellbeing, sozialen Interaktionen, Lehrveranstaltungen, partizipativer, wirkungsvoller Stärkung des sozialen Miteinanders in Hochschulen beschäftigt und vielleicht da einfach nur ganz kurz zwei Eindrücke, beispielsweise Thema Methoden, wie können vielleicht Studis auch ihre Lehrenden dabei unterstützen oder was gibt es vielleicht für Methoden, um Lehrveranstaltungen da entsprechend ja vielleicht zu unterstützen, das soziale Miteinander zu fördern, und da können es auch die ganz kleinen Dinge sein, also es auch kleine Methoden, niedrigschwellige Angebote können großen Impact haben. Und ich glaube, der klare Appell aus der Runde war, Studierende sind IdeengeberInnen, können mit und sollen mit einbezogen werden. Und die klare Botschaft, es lohnt sich, sie mit einzubeziehen. Und vielleicht das wirklich in aller Kürze. Wir bereiten die Ergebnisse auf und werden sie Ihnen und euch natürlich zur Verfügung stellen und freuen uns daran auch anzuknüpfen, nicht nur an den Austausch, sondern vor allem auch an die Zusammenarbeit. Und das wäre vielleicht so ganz kurzer Durchlauf und damit zurück zu dir, Sebastian, und euch ein gutes Panel. Ganz vielen Dank, Jasmin. So, zum Panel, eins möchte ich vorausschießen. Wir haben ein ganz großartiges Panel, und was dieses Panel auszeichnet, das sind alles Leute, die Situation als Corona-Studierende kennen aus eigener Erfahrung.
Natürlich bis auf Sie, Frau Karliczek, das ist klar. Zum anderen sind es aber auch Leute, die eine Metaperspektive einnehmen können, eben weil sie sich auf die ein oder andere Art, oft auf viele Arten gleichzeitig engagieren im Thema. Und damit möchte ich direkt einsteigen mit der Vorstellung. Zunächst Iris Kimizoglu. Sie ist aktueller Jahrgang der Digital Changemaker. Sie ist Vorständin im FZS. Sie ist dadurch auch Mitglied im Kuratorium des Deutschen Studentenwerks. Sie ist Mitglied der Bologna Follow-up Group, Working Group on Social Dimension. Sie beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Mental Health und studiert einen Master in Politikmanagement an der Universität Duisburg-Essen. Iris, schön, dass du dabei bist. Jana Steinbacher, sie ist Bildungswissenschaftlerin, aktuell akademische Mitarbeiterin an der PH Heidelberg. Sie promoviert zum Thema digitale Resilienz in einer postpandemischen Welt. Ein extrem aktuelles und auch für diese Veranstaltung relevantes Thema. Sie war Mitglied im Master Lab The New Normal vom Stifterverband und der Nixdorf Stiftung und hat entsprechend auch noch unter Corona-Bedingungen studiert und ihre Masterarbeit geschrieben. Jana, schön, dass du da bist. Kevin Kunze hat sich als Studierendenvertreter auf vielen Ebenen engagiert, im lokalen Aster, in der akademischen Selbstverwaltung, in der Landesastenkonferenz, im ZVS. Er war 2019/20 auch Changemaker bei uns beim Hochschulforum Digitalisierung. Ein ganz wichtiges Thema für ihn ist akademische Sozialisation, Zusammenarbeit von Studierenden und Forschenden. Aktuell schreibt er an seiner Masterarbeit in Kulturwissenschaften an der Leuphana-Universität Lüneburg. Danke, dass du dabei bist, Kevin. Andreas Paffenholz ist Mitglied im aktuellen Jahrgang der Changemaker. Er beschäftigt sich mit dem Thema Verbesserung des sozialen Miteinanders. Er studiert im Master Mathematik und Biologie auf Lehramt an der Universität Bonn und hat sich im Gespräch definiert als ganz normaler Corona-Student. Außerdem ist er noch studentischer Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Didaktik. Und natürlich, also Andreas, auch schön, dass du da bist. Und natürlich last but not least, der größte Promi in der Runde. Ich glaube, das kann man so sagen. Anja Karliczek, sie ist die Bundesministerin für Bildung und Forschung seit 2018. Seit 2004 ist sie in der Politik, seit 2013 Mitglied im Bundestag. Seit 2017 wurde sie parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und sie ist studierte Betriebswirtin. So, und Frau Karliczek wird jetzt ein ganz kurzes Eingangsstatement halten. Ich habe auch gehört, dass Sie was zu verkünden haben über das Hochschulforum. Ist das richtig, Frau Karliczek? Ja, das habe ich. Und erstmal ein herzliches Hallo in die Runde. Und lieber Herr Hondasch, liebe Teilnehmenden, erstmal freue ich mich, dass wir in dieser Runde zusammensitzen. Und ich habe es eben schon mal in der kleinen Runde gesagt, wir diskutieren immer viel über Strukturen, aber es ist, glaube ich, viel wichtiger, ich sag mal, vom Endabnehmer, vom Studierenden am Ende, das mal zu diskutieren, wie geht es denn jetzt weiter und was darf ich Ihnen heute verkünden? Ich darf Ihnen heute verkünden, dass wir die Verlängerung und die Aufstockung der Förderung des Hochschulforums Digitalisierung bis Ende 2025 gewährleisten werden, sodass Sie weiterarbeiten können. Weil ich habe den Eindruck, dass wir beim Thema Digitalisierung ja gefühlt noch ganz am Anfang stehen. Wir sind zwar in dieser Krise, glaube ich, einen substanziellen Schritt weitergekommen und wir haben Gott sei Dank, und ich finde, das muss man auch immer positiv erwähnen, dass gerade an den Hochschulen wirklich schon eine Menge Arbeit geleistet werden konnte, die ganz anderes Niveau hatte und ganz andere Möglichkeiten hatte, als wir das in den Schulen gesehen haben. Das war gut, aber das war vielleicht genau für unser Thema heute eigentlich auch der Nachteil, dass man deswegen vielleicht all die Dinge, die dann da dranhängen, die eigentlich, ich sag mal, doch auch sehr schwerwiegende Auswirkungen haben, dass die deswegen auch nicht so in den Fokus genommen worden sind von Anfang an, weil man gesagt hat, naja, es läuft ja. Und deswegen ist es gut, dass wir uns heute jetzt dann mal darüber austauschen können, was kann man denn tun, weil wir in einer Extremsituation jetzt, finde ich, wie unter einem Brennglas gesehen haben, wo die Gefahren auch für die Digitalisierung stecken. Wir diskutieren immer Strukturen, wir diskutieren, wie lernen wir anders. Aber dass das für unser soziales Miteinander ganz wesentliche Auswirkungen hat und dass im Grunde man diesen Gemeinschaftsgeist auch an Universitäten, wenn wir immer mehr digitale Möglichkeiten haben, auch neu denken muss und dass man das vielleicht auch parallel entwickeln muss. Das ist ja eigentlich das Learning aus diesen letzten anderthalb Jahren. Denn das, was wir jetzt erlebt haben, ist ja nicht etwas, was wir in irgendeiner Weise fortsetzen wollen. Das war eine Notsituation. Das muss auch eine Ausnahmezeit sein. Und wir müssen jetzt auch einfach gucken, was können wir tun, um die gerade auch in der Pandemie mit ihrem Studium begonnen haben, bestmöglichst abzuholen. Ich habe selber noch Kinder im Studium. Von daher war ich zwar nicht selbst betroffen,
aber habe das schon an manchen Stellen sehr eng mitverfolgt, was da ging und was da eben auch nicht ging. Und ich fand, die härteste Situation ist die, wenn ich als Studierender auf 10 Quadratmetern sitze und ich sag mal nur noch eine Stunde zum Sport raus darf und ansonsten eigentlich verdammt bin, mein ganzes Leben auf diesen 10 Quadratmetern zu verbringen. Und das ist einfach eine Situation, das kann man sich auch nicht schönreden oder in irgendeiner Weise relativieren. Das war einfach wirklich schwierig und dass wir jetzt auch an dieser Stelle aufholen müssen. Deswegen sage ich auch immer, wir müssen jetzt über den Sommer einfach auch so ein bisschen den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Wir müssen jetzt nicht alles meinen, wir müssen es jetzt sofort nachholen. Wenn am Ende dann das Studium ein Semester oder zwei länger dauert, dann ist das, glaube ich, in dieser Situation absolut normal und da wird niemand irgendwie, ich sag mal, die Nase drüber rümpfen. Insofern sollte man diese Gelegenheit, glaube ich, dann auch nutzen. Und das würde ich auch gegenüber allen Eltern, die jetzt meinen, ne, meine Kinder müssen aber pünktlich fertig werden, würde ich das auch so vertreten, weil ich glaube, jetzt ist so ein bisschen gefragt, wie holen wir uns gegenseitig wieder ab? Und mich würde es einfach freuen, wenn wir zum Beispiel auch einfach heute mal diskutieren, wie kann denn in einer digitalen Welt das soziale Lernen, das soziale Miteinander plus guter digitaler Tools am Ende aussehen? Weil wir wollen ja schon auch Erfahrungen aus dieser Zeit nutzen und vielleicht auch aus den schlechten Erfahrungen lernen. Ich habe unseren Kindern früher immer gesagt, aus den schweren Tagen lernt man am meisten. Und vielleicht sollten wir diesen Lerneffekt einfach auch für die Zukunft mitnehmen. Und gerade das Hochschulforum Digitalisierung ist da, glaube ich, der richtige Ort, nicht nur die technischen Dinge, nicht nur die didaktischen Dinge, nicht nur, ich sage mal, all das, was Digitalisierung selbst bedeutet, sondern was es auch in der Strukturveränderung an den Hochschulen bedeutet. Ich komme gerade aus einer Runde, wo wir über das Thema Schule diskutiert haben. Was bedeutet Digitalisierung für Schule? Das bedeutet, dass wir perspektivisch auch die gesamten Gebäude anders nutzen müssen. Und das ist, glaube ich, das, was vielfach noch gar nicht so im Fokus stand, was aber hoffentlich jetzt mehr in den Fokus gerät, weil natürlich diese ganze Gruppenbildung, dieses ganze soziale Miteinander anders in den Fokus gehört. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute dabei sein darf. Und ich habe versprochen, ich halte ein ganz kurzes Intro, dann soll es auch einfach damit schon gewesen sein. Ich freue mich auf die Runde und eine gute Diskussion. Danke für die Einladung. Ganz herzlichen Dank, Frau Karliczek. Ja, da waren ganz viele Stichpunkte dabei, von denen ich mir auch einige mitgeschrieben habe, die auch einige Sachen aufgreifen, die wir im Vorgespräch adressiert hatten. Ich will jetzt aber mal direkt eine Sache aufgreifen, und zwar die Extremsituation. Und zwar, wie habt ihr diese Extremsituation, das war sie ja, erlebt in eurem Studium? Wie haben das eure Kommilitoninnen erlebt? Wie geht ihr damit um? Ich würde jetzt einfach mal Kevin herausgreifen. Kevin, wie war das bei dir? Wie war das in deinem Umfeld? Also zuerst, als es losging, war es natürlich erstmal eine riesige Umstellung für alle und auch die darauf folgenden Semester war natürlich eine enorme Herausforderung, denn relativ substanzielle Anteile vom Studium, nämlich der gemeinsame Austausch außerhalb von organisierten, strukturierten Veranstaltungen, ist komplett weggefallen, obwohl das eigentlich für Lernprozesse total wichtig ist. Denn man lernt ja nicht nur Wissen, was in der Lehrveranstaltung erzählt wird, sondern man versteht erst so richtig im Austausch. Und das ist natürlich weggefallen, auch wenn es von Lehrenden teilweise wieder aufgegriffen wurde. Ich habe selbst so in den ersten paar Wochen, nachdem es losging mit Lockdown und Co., direkt eine digitale Prüfung ablegen müssen, habe hier in meinem Zimmer ein Referat gehalten und mich über ein Thema ausgetauscht, was ich lieber im Seminar besprochen hätte, als dann zu einem Ausnahmetermin nur mit dem Dozenten. Viele andere hatten natürlich enorme Probleme im Studium, mussten aus dem Auslandssemester zurückkommen oder konnten nicht ins Auslandssemester gehen, mussten zu den Eltern zurückziehen, freiwillig, nicht freiwillig, mit Zähneknirschen. Und das hat natürlich die ganze Situation nochmal unglaublich schwieriger gemacht, weil das alles eine Belastung war, die noch dazu kam zum sowieso schon sehr strukturierten, anstrengenden Studium. Ja, danke dir, Kevin, für den Einblick. Jana, magst du dazu noch was hinzufügen oder auch vielleicht ein paar einordnende Worte finden?
Ja, ich kann mich total in dem wiederfinden, was auch Kevin jetzt schon erzählt hat. Ich kann vielleicht noch aus einer Metaperspektive berichten. Ich habe ja selbst auch noch unter Corona-Bedingungen studiert, habe dann aber in meiner Masterarbeit auch konkret die Resilienz von Lehrenden und Studierenden untersucht und auch ganz konkret nach Ängsten, Sorgen und Unsicherheiten gefragt, die eben im Zusammenhang mit der digitalen Lehre auftreten. Und was da natürlich ein ganz großes Thema war, ist die Sorge um soziale Beziehungen, nicht nur zu Lehrenden, sondern auch zu KommilitonInnen, die Angst, keinen Anschluss zu finden, keine FreundInnen zu finden im Studium. Studierende haben aber auch Sorgen, was den Kompetenzerwerb betrifft, fühlen sich im Vergleich zur Präsenzlehre oftmals unsicher und gehemmt, aktiv mitzuarbeiten. Die erhöhte Eigenverantwortung und Selbstorganisation macht ihnen zu schaffen, und sie formulieren auch Ängste vor den digitalen Prüfungen. Also da gab es schon einige Faktoren, die da eben ja dazu beigetragen haben, dass sich Studierende nicht gut gefühlt haben in dieser Zeit. Ja, danke dir, Jana. Frau Kalitschek, fallen Ihnen Dinge ein, wenn Sie das jetzt so hören, was die Politik, was Sie auf Bundesebene, natürlich auch Ihre KollegInnen auf Landesebene machen können, um da Studierenden zu helfen an der Stelle? Also einmal geht es ja jetzt für den Winter schon darum, erstmal wieder alle an die Universitätsstädte zu bringen und dann wirklich auch so viel Normalität wie möglich walten zu lassen. Ich habe auch so die leise Hoffnung, wenn wir es gut hinkriegen, dass viele von denen geimpft sind, dass da relativ viel auch geschehen kann, ohne dass wir uns jetzt große Sorgen machen müssen, dass da schwere Erkrankungen am Ende eintreten. Also wir werden jetzt sehr dafür werben. Ich habe gerade heute Morgen auch noch mal mit einigen Kanzlern gesprochen, dass wir sehr darauf hinwirken wollen, dass sich möglichst viele impfen lassen, dass dann eben auch im Herbst das Risiko, dass die Delta-Variante noch mal so gravierende Auswirkungen hat, dass wir das minimieren können. So, und dann muss man ja abschichten. Das eine ist ja, dass man wahrscheinlich nicht diese großen Lehrveranstaltungen sofort wieder im Präsenz stattfinden lassen kann. Aber wenn alle wieder an den Hochschulstätten sind, dann kann ich ja gerade so Seminare, Tutorien und was es halt alles so in kleineren Formaten gibt, das kann ich dann ja schon wieder auch im Präsenz stattfinden lassen. Und das ist ja schon mal der erste Schritt, dass wir wieder, ich sag mal, uns in die Augen schauen. Ich glaube, wir haben das alle gemerkt, was das bedeutet, wenn man niemanden mehr sieht, außer einen ganzen Tag nur vor seinem Rechner zu sitzen und überhaupt, ich sag mal, wirklich ganz alleine ist. Und das ist ja, da sind ja erstmal so Seminare in kleinen Gruppen, und wenn es dann eben erstmal nur 20 Leute sind, dann ist das ja schon eine Größenordnung, die hilft sehr, dass man eben dieses Gefühl von Einsamkeit, von alleine sein, erstmal schon mal auch überwinden kann. Das ist immer noch nicht optimal, aber das ist, glaube ich, schon ein ganz großer Schritt nach vorne. Und was man vielleicht für die Zukunft aus dieser Zeit lernen muss, ist, dass man eben nicht alles auf Null fährt, sondern dass man wirklich sagt, also Kontakte im kleinen Rahmen, und dass man ganz gezielt auch so Organisationseinheiten schafft, dass man kleine feste Gruppen möglich macht, damit nicht ein Großteil wirklich ganz alleine in seinen Zimmern sitzt. Ich glaube, das ist mit das größte Problem gewesen. Die dann nach Hause gegangen sind und noch wieder eine Familie hatten, die hatten ja noch mal erst wieder jemanden, mit dem sie überhaupt Kontakt haben konnten. Ich glaube, die wirklich an den Studienorten ganz alleine gesessen haben und noch keine Kontakte, noch keine Bekannten hatten, weil sie gerade erst gestartet sind, das sind diejenigen, die wirklich am meisten gelitten haben unter dieser Situation. Und das muss uns, glaube ich, für den Fall, dass so etwas noch mal wiederkommen sollte, bewusst sein, dass man denen diesen Einstieg erstmal ermöglichen muss, weil sie natürlich halt niemanden kennen. Wenn ich irgendwo alleine hingehe, ist das ja nun mal zwangsläufig. Und das muss, glaube ich, anders ins Bewusstsein, dass das ein Kernelement ist, dass man da versucht, im Kleinen einfach auch Kontakte zu knüpfen. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt mal so die Frage, was quasi die öffentliche Hand hätte machen können, ein bisschen weiterspielen an Iris. Vielleicht, um es ganz kurz aber nochmal aufzumachen, wir hatten bei unserem Workshop am Anfang eine kleine Umfrage per Menti. So, das ist natürlich nicht repräsentativ, aber wir hatten da die teilnehmenden Studierenden gebeten, auf einer Skala von 1 bis 10
zu sagen, wie sie sich wahrgenommen haben von Öffentlichkeit und Politik. Das ist natürlich ein weites Feld, es sind nicht nur Sie, Frau Karliczek, aber Sie gehören dazu. Und da waren wir bei einer 2,2, also das ist quasi auf der negativen Seite von 1 bis 10 rausgekommen. So, Iris, einfach jetzt mal an dich. Was denkst du, ist das repräsentativ für Studierende und was hätte man da besser machen können? Also ich würde sagen, es ist schon repräsentativ, denn was wir bis heute auch irgendwie schwarz auf weiß haben, ist, dass die Hochschulen in Strategien kaum Beachtung gefunden haben. Man muss natürlich jetzt erstmal sagen, ne, der Bund ist da zweitrangig. Als erstes kommen die Länder und es ist natürlich in erster Linie die Verantwortung der Bundesländer und der dortigen Ministerien dafür zu sorgen, dass eben Strategien gefahren werden. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch eine Verantwortung des Bundes und man hat sehr lange gemerkt, dass einfach nur auf Sicht gefahren wird und es keine klaren Strategien gibt, die es bis heute auch nicht gibt. Also ich habe als ich studiere jetzt im dritten Semester in einer neuen Stadt quasi, bis heute keine Informationen, wie für das kommende Semester geplant wird, obwohl es ja bald schon wieder, also genau jetzt müsste ja eigentlich geplant werden. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich einfach wiederholt, was wir jetzt seit einem Jahr schon kennen, dass dann plötzlich in 2 Monaten alle wieder überrascht werden, wenn Delta doch vielleicht ausbricht. Und da hätten wir uns natürlich gewünscht und wünschen uns das immer noch, dass einfach jetzt endlich Strategien aufgebaut werden, frühzeitig Informationen vermittelt werden, sofern das möglich ist in der pandemischen Lage, ne, das muss man natürlich auch sagen. Und grundsätzlich aber auch auf der anderen Seite war es natürlich auch problematisch, dass uns vor allem die sozialen Räume genommen wurden. Also das eine ist, ob die Lehre nicht in Präsenz stattfindet, das ist natürlich nicht schön und nicht gut. Aber das andere ist, wenn dann auch die Mensen schließen und irgendwie die Kontaktbeschränkung dafür zu führen, dass ich nicht mal in einer Kleingruppe mich treffen kann, um das Referat auszuarbeiten. Die Bibliotheken, also ich selber habe 1 Monat lang in Corona, im harten Lockdown ohne Internet studiert. Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe mich dann in der prallen Sonne mit dem Handy vor das Uni-Gebäude gesetzt, das ja geschossen war. Und da hätte man sich ja natürlich gewünscht, dass da sehr schnell Maßnahmen greifen, die irgendwie sowas abfedern. Genau, so viel dazu vielleicht. Jetzt vielleicht im Rückblick, Frau Karliczek, hätte man da mit den Landesministern, MinisterInnen, da noch anders strategisch arbeiten müssen vielleicht? Weil im Grunde genommen, Iris bestätigt ja eigentlich das, was diese Umfrage, diese kleine, die wir gemacht haben, ergeben hat. Also ich glaube, das eine ist, dass wir, da wir ja von vornherein immer das Digitalsemester angekündigt haben, konnte man halt jetzt nicht systematisch jetzt auf eine andere Strategie mitten im Semester wechseln, weil ein Großteil eben auch gar nicht angereist ist. Wir hatten halt so ein bisschen dieses Phänomen, dass wir nicht wussten, wo die Studierenden letztendlich sind. Ein Teil war vor Ort, weil sie halt dauerhaft vor Ort sind, weil sie vielleicht auch aus dem Ausland kommen und dann im Grunde eine weite Reise hätten zurückmachen müssen oder vielleicht auch gar nicht zurück konnten. Aber ein Teil ist gar nicht angereist. Und das war auch immer die Diskussion, dass wir, also ich bin ja wir haben so ein regelmäßiges Austauschforum zwischen den Ländern und uns und haben immer wieder auch darüber gesprochen, können wir noch irgendetwas weiteres tun? Und da hat man dann immer gesagt, wir können nicht mitten im Semester jetzt den Fahrplan ändern, weil wir einfach gesagt haben, es ist ein Digitalsemester und darüber müssen die sich jetzt auch verlässlich darauf einlassen können. So, und das Zweite ist, dass man schon gucken muss, also jetzt für den Herbst soll es ja genau umgekehrt laufen. Für den Herbst soll es ja jetzt so sein, dass man sagt, wir wollen eigentlich ein Präsenzsemester machen und muss dann quasi Rückfalloptionen planen, wenn wirklich dann die Delta-Variante wirklich uns nochmal so überrollt, dass man den Präsenzbetrieb in Teilen nicht aufrechterhalten kann. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch, weil wir am Ende ja immer feststellen, dass wenn man geimpft ist, dass dann schon ein Teilschutz auf jeden Fall da ist, sodass man dann nicht mehr so schwer erkrankt, dass man vielleicht eben, ich sag mal, schon noch so wie so ein Grippeformat hat, aber dass man dadurch schon sicherstellen kann, dass man grundsätzlich den Betrieb aufrechterhalten kann.
Wir haben gerade, ich habe das ja eben gesagt, ich habe gerade jetzt auch nochmal mit den Kanzlern gesprochen, weil mir das ein Anliegen ist, dass wir jetzt für den Winter einfach auch jetzt zum Beispiel mit der Rückmeldung zum Wintersemester sehr klar sagen, das ist jetzt ein Akt von Solidarität und ein Akt zur Aufrechterhaltung eines Studienbetriebs in den Hochschulen sein kann, wenn man jetzt eben geimpft ist. Und dass sie parallel jetzt auch eine Teststrategie fahren sollen. Die haben sich jetzt auch überlegt, dass sie an vielen Universitäten jetzt über den Sommer auch ganz gezielt das Impfen noch anbieten. Weil wir merken jetzt, dass die höchste Ansteckungsrate bei den 18- bis 29-Jährigen ist und dass aber so diese Nachfrage nach Impfen doch jetzt wirklich abnimmt. Und das ist schon so ein bisschen, wo wir natürlich sagen, bei diesen Großeinrichtungen, was ja Universitäten und oder auch Hochschulen sind, ist das natürlich schon auch so ein Potenzial. Wir würden ja gerne aufrechterhalten, aber dann müssen wir eben auch gucken, was können wir jetzt dafür tun, damit wir das möglichst gewährleisten können. Und ich glaube schon, dass man in Zukunft, sollte uns sowas nochmal passieren, zumindest für die, die vor Ort sind, in kleinen festen Gruppen etwas anbieten muss. Weil diese in kleinen Zimmern zu sitzen und überhaupt keine Möglichkeit zu haben, es ist ja, vielfach sind in den Bundesländern ja die Bibliotheken offen gehalten worden, sodass man sich zumindest Bücher ausleihen konnte. Aber zum Beispiel auch eine Mensa offen zu halten und zu sagen, man kann da, ich sag mal, mit Abstand dann auch sitzen, das wäre auch ein Akt gewesen, wo man, glaube ich, nochmal überlegen muss, ob man da nicht in Zukunft zumindest, ich sag mal, mit Anmeldung mehr möglich machen kann. Weil das, also da habe ich mich immer gefragt, ob das so strikt sein muss, aber letztendlich, ich sag mal, die Diskussion ging eher immer in die Richtung, dass sie eben gesagt haben, das geht jetzt nicht, das kriegen wir so nicht hin, weil wenn wir anfangen damit, gibt das gleich wieder einen Massenauflauf. Und das war, glaube ich, die große Sorge, weil das einfach so große, es sind halt keine Einrichtungen mit 1000 Teilnehmern, sondern am Ende geht es dann immer um mehrere 10.000, die dann möglicherweise dann da irgendwie organisiert und versorgt werden müssen. Und das war, glaube ich, in der damaligen unsicheren Situation etwas, wo man sich ein bisschen vor den Auswüchsen auch gefürchtet hat. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja, okay. Vielen Dank. Ich würde jetzt noch mal, ich würde jetzt vielleicht ein bisschen den Sprung machen, direkt zu den Hochschulen. Also wie hat das soziale Miteinander eigentlich überhaupt in Seminaren, in Vorlesungen funktioniert? Wie haben die Lehrenden das adressiert, wurde das in Lehrveranstaltungen eingebunden. Dazu auch, also Andreas, ich würde dich jetzt dazu gleich fragen, aber ich würde gerne kurz einmal nochmal die Menti-Umfrage zitieren an der Stelle. Auf die Frage, meine Hochschule hat mich umfassend unterstützt, hat es 4 von 10 Punkten gegeben. Das ist das positivste Ergebnis, ist aber auch immerhin noch unter 5. Also es ist quasi immer noch im negativen Bereich. Und mit den Kommunikationsmaßnahmen der individuellen Hochschule da hatten wir dann eine 3,5. Also auch im negativen Bereich. Andreas, wie war das bei euch? Wie sind da deine Erfahrungen? Also ein Durchschnittswert bildet ja auch nicht immer alles ab. Meine Erfahrung ist durchwachsen. Also meine Erfahrung ist, dass es vor allem Einzelpersonen waren. Also in der einen Lehrveranstaltung wurden Seminare eingerichtet, wo dann auch probiert wurde, durch kleine, ich nenne es mal Plauderpausen, irgendwie Möglichkeiten des Austauschs zu schaffen. Da waren die Zoom-Räume dann 10 Minuten vorher offen oder mal nach der Vorlesung noch offen, dass man auch ohne die Dozierenden sich austauschen konnte. Manchmal ist es ja auch schön, nach der Lehrveranstaltung sagen zu können, okay, was war das denn heute? Das muss auch manchmal sein, meiner Meinung nach. So kommt man ja auch ein bisschen weiter. Und ansonsten war mein Eindruck, dass sich von allen Ecken und Enden bemüht wurde und dass es dann vor allem Einzelleistungen waren. Also dann kam auf einmal zum Beispiel bei uns an der Hochschule der Hochschulsport und hatte sehr gute Ideen und hat dann Bewegungsprogramme online angeboten, auch per Zoom-Sitzung, dass man sich zusammen bewegen konnte. Dementsprechend über einen Kamm geschoren war es mittelmäßig, muss ich auch zugeben. Manchmal war es auch eine gute Idee, Videos hochzuladen. Videos haben dann den Vorteil, dass man sich super Sachen aneignen kann, weil man sie nochmal wiederholen kann etc. Wenn aber natürlich nur das Video online ist, ist es schwierig, um in den Austausch zu treten. Da musste man dann selber schauen, dass man Lerngruppen bildet, was ich auch erstmal in Ordnung finde, da auch selber ein bisschen Initiative zu ergreifen. Genau. Manchmal hat es besser geklappt, manchmal weniger, aber im Großen und Ganzen viele Einzelpersonen, die sich sehr viel Mühe gegeben haben. Okay, danke für den Einblick. Jana?
Ja, Andreas hat gerade auch schon die asynchrone Lehre angesprochen mit den Videos, die hochgeladen werden und man die Möglichkeit hatte, das auch eigenständig zu arbeiten. Ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass dieses soziale Miteinander auch sehr stark abhängig war von dem Lehrformat tatsächlich. Also bei uns zum Beispiel war gerade am Anfang der Pandemie ein Großteil der Lehrveranstaltungen asynchron. Das heißt, man hat es wirklich eigenständig erarbeitet und hatte so eigentlich kaum soziale Berührungspunkte. Das war natürlich für Studierende mit Kind oder mit anderen Care-Tätigkeiten natürlich eine enorme Entlastung, weil einfach viel mehr Flexibilität gegeben war. Aber es hat sich natürlich gezeigt, dass das für Seminare und Übungen nicht unbedingt funktioniert, weil das einfach Lehrformate sind, die sehr stark von Interaktion geprägt sind. Die leben einfach davon, dass man ja miteinander redet, diskutiert, ja, mündliche Beiträge leistet. Und das hat man dann auch mit der Zeit gemerkt. Und zumindest an unserer Hochschule war es dann so, dass man auch auf diesen Wunsch der Studierenden eingegangen ist und dann vermehrt auch Seminare und Übungen eben synchron, also zeitgleich abgehalten hat. Und das ist was, was aus meiner Sicht auf jeden Fall auch für die Zukunft mitgenommen werden kann, weil sich das bewährt hat. Jetzt noch eine Frage von mir, die auch darauf aufbaut. Du hast Familien gerade angesprochen. Es zeigt sich ja in dieser ganzen Krise, dass Studierende, die zu vulnerablen Gruppen zählen, das ist natürlich jetzt ein sehr breiter Begriff, besonders negativ beeinflusst waren eben in dieser Krise. Das sind möglicherweise welche mit Studierende mit Behinderungen, aber auch Alleinerziehende, dass da die Situation besonders schwierig war. Kann mir da jemand einen Einblick geben, was waren da so die ganz großen Issues und was kann man da konkret machen, um es zu verbessern? Iris, bitte. Genau, also ich kann das mal so ein bisschen versuchen. Das eine ist natürlich, dass in einem Lockdown oder in einer Phase, wo viele Leute zu Hause bleiben müssen und auch die Kinder zu Hause bleiben müssen, Studierende natürlich besonders benachteiligt sind, wenn sie Kinder haben, weil es ist schon sowieso so, dass an Hochschulen in der Regel kein Kindergartenbetrieb für Studierende existiert, sondern häufig nur für Lehrende, was zum Beispiel etwas ist, was für die Zukunft sehr schön wäre, wenn man das angehen würde. Und wenn dann ich studiere und dann noch mein Kind zu Hause habe oder sogar mehrere Kinder, dann wird es natürlich schwierig. Und das ist ja nicht nur mit der Betreuung des Kindes verbunden, sondern ich muss ja auch die Wäsche waschen und ich muss dem Kind Essen kochen. Und da schrumpft dann die Zeit, die ich habe. Und das ist ja bestimmt, Frau Kalitschek, Sie haben ja auch Kinder, Sie wissen das sicherlich selber. Aber das war auf jeden Fall eine große Sache, eben diese Kinder zu Hause zu haben und nicht in die Kindertagesstätte gehen zu können, weil es gab ja hier und da Ausnahmen durchaus für arbeitende Personen. Also wenn ich jetzt zu den systemrelevanten Leuten, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, gehörte, durfte ich meine Kinder trotzdem in die Kindertagesstätte bringen. Das war mir als Studierende mit Kind nicht gestattet. Und genau, ich glaube, das ist so das Allergrößte und auch, dass natürlich irgendwie auch gefehlt hat, sich mit anderen Studierenden mit Kindern austauschen zu können. So Peer-Gruppen, die sich irgendwie gegenseitig unterstützen, sind natürlich immer auch sehr hilfreich und da könnten auch die Hochschulen sehr viel mehr noch tun, solche Gruppen zu bilden für betroffene Personen. Was hätte man da besser machen können? Also ich kenne die Situation auch. Ich habe zwei kleine Kinder. Ich kann auch sagen, ich meine, wir sind Gott sei Dank zu zweit, meine Frau und ich, aber ich kann sagen, dass das auch für uns eine sehr herausfordernde Zeit war mit geschlossener Kita. Aber was hätte die öffentliche Hand machen können, was könnte sie tun, um da in dieser Situation, in dieser ganz konkreten Situation, was zu verbessern? Ist die Antwort Geld? Ist die Antwort Öffnung der Notbetreuung? Im Nachhinein ist man immer schlauer, schon klar. Was hätte man da machen können? Vielleicht, ich würde auch gleich Sie fragen, Frau Kalitschek, aber vielleicht hat ja noch eine von den Studierenden quasi eine Forderung an Sie, die Sie direkt beantworten können. Kevin, bitte.
Ja, ich glaube, neben den Belastungen, die Iris gerade beschrieben hat, ist ein wichtiger Unterschied zwischen Leuten, die arbeiten und Leuten, die studieren mit Kindern, dass ich mir von Präsenzveranstaltungen im Studium nicht freinehmen kann. Ich kann keine Kindkranktage anmelden für mein Studium. Ich verpasse möglicherweise Stoff, der prüfungsrelevant ist und wo auch von mir verlangt wird, dass ich den mir in der Lehrveranstaltung aneigne und auch in der Lehrveranstaltung anwesend bin. Ich hatte mein ganzes Studium über, auch vor Corona, auch während Corona, etliche Lehrende, die gesagt haben, das Studium ist das Wichtigste und alles andere regeln Sie bitte außerhalb der Lehrveranstaltungszeiten. Das ist natürlich relativ realitätsfern, wenn man sich Studierende anguckt, die nicht dem relativ überholten Idealbild entsprechen von Leuten, die halt das Studium wie einen Beruf betreiben können und nichts anderes nebenher machen müssen. Viele Studierende müssen wegen solchen Extrabelastungen in ein Teilzeitstudium gehen. Und ich glaube, ein sehr großes Problem ist, dass solche Teilzeitstudiengänge oder Teilzeitoptionen, die man in seinem regulären Studium anmelden kann, zum Beispiel nicht BAföG-förderfähig sind. Was, glaube ich, also jetzt nochmal ein richtig großes Problem geworden ist für viele Leute. Ja, Frau Karliczek, möchten Sie da reagieren? Also auch natürlich auf die Frage nach dem BAföG. Also das Thema Teilzeitstudium und auch, ich sag mal, in späteren Jahren nochmal, ich sag mal, eine weitere Studieneinheit aufzunehmen, das wird ja zunehmend normal. Das ist ja auch das, was uns im Moment bewegt, wo wir sagen, die Flexibilisierung unserer finanziellen Unterstützung, sowohl des BAföGs als auch des Aufstiegs-BAföGs, das muss man jetzt Schritt für Schritt auch an diese neuen Bedingungen am Ende anpassen. Das ist etwas, was uns schon sehr umtreibt. Aber das hätte ja, Geld hätte in dieser Situation nicht geholfen, weil es war, ich sag mal, geschlossene Betreuungskapazitäten. Entweder hätte man sagen müssen, man darf eben als Studierender auch seine Kinder in die Betreuung dann geben. Oder was man vielleicht alternativ hätte machen können, dass man diejenigen, die Kinder haben, zusammenbringt, weil sie durften ja ihre Kinder auch nicht zu Oma und Opa bringen. Das war ja die Situation am Anfang. Aber man hätte vielleicht auch da, ich sag mal, wieder diese feste Gruppe, dass man sagt, okay, nur dafür, aber dann eben bringen wir halt vielleicht Studierende mit Kindern zusammen, dass sie gegenseitig sich auch ein Stück weit unterstützen können. Das hätte ja vielleicht ein Stück weit schon mal geholfen, wenn sie jetzt nicht gerade den gleichen Studiengang haben und zur gleichen Zeit dann am Ende die Notwendigkeit haben, dass sie dann quasi ihre Kinder dann mal betreut haben müssen, damit sie sich auf den Stoff konzentrieren können, der da jetzt gerade gelehrt wird. Also ich glaube, wir sollten die Pandemie nicht zum Regelfall erklären, sondern uns jetzt auch wirklich dem Thema widmen, dass wir für die Zukunft viel flexibler gerade auch das Thema Teilzeitstudium aufnehmen müssen, weil wir ja mit dem Thema lebenslanges Lernen und gerade auch akademische Module im Laufe seines Lebens immer noch mal wieder draufzusetzen, das wird in Zukunft viel, viel normaler werden. Und darauf müssen wir halt auch in finanziellen Förderstrukturen die richtigen Antworten geben. Das ist aber das, was uns schon sehr umtreibt, dass wir sagen, in der nächsten Legislaturperiode muss das der Fokus sein, dass man wesentlich modularer und wesentlich flexibler quasi solche Förderstrukturen auch nutzen kann. So, jetzt. Ich gebe einfach noch mal kurz den Aufruf an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier. Sie können alle oder ihr könnt alle über die entsprechende Zoom-Funktion Fragen stellen. Das heißt, wenn euch jetzt Dinge hier auffallen oder wenn euch das juckt in den Fingern, schreibt eure Fragen. Sie werden mir dann über einen Nebenchat zugeleitet. Aber ich habe auch selbst noch genügend dabei. Ich würde jetzt mal ein bisschen gehen, so auf die Ideenebene an Hochschulen. Was hat es da für gute Ideen gegeben, wie man Studierende unterstützen kann oder wie man auch Räume für Ideen schaffen kann? Auch da vielleicht nochmal, ich zitiere nochmal die Menti-Umfrage, eine ganz große Mehrheit der Leute hat sich mit ihren Kommilitoninnen nicht gut vernetzt gefühlt. Das ist ein 3,6. Und das ist natürlich richtig, das ist ein Durchschnittswert. Da gibt es natürlich auch welche dabei, die es eben dann doch gut hingekriegt haben. Kevin, vielleicht magst du antworten. Hast du Positivbeispiele, die vielleicht auch Vorbildcharakter haben können? Ja, ich habe einige Lehrveranstaltungen in der Corona-Zeit gehabt, irgendwie am Ende meines Masters, die so strukturiert waren, dass Austausch besonders angeregt war. Ich hatte zum Beispiel eine sehr, sehr gute, hauptsächlich asynchrone Lehrveranstaltung,
bei der es eine Eingangssitzung gab und dann wurden Texte zum Thema gelesen, die dann schriftlich kommentiert wurden, nicht viel, so 100 Worte mit so bestimmten Leitfragen und diese Kommentare, die man dann selbst dazu ausgearbeitet hatte, wurden dann wiederum von der Lehrperson und von den anderen Studierenden gefeedbackt und die Zeit in dem Seminar war eben so strukturiert, dass man es tatsächlich auch innerhalb der normalen Seminarzeit geschafft hat, einen Text zu lesen und die Reaktion von anderen Leuten zu lesen und aufs Feedback einzugehen. Ich hatte ein anderes Seminar, was ganz ähnlich strukturiert war, wo wir verschiedene Aufgaben auch zu den Texten hatten, die zu lesen waren, zu denen wir selbst Texte verfasst haben, auch ein bisschen kreativer, sowas wie einen Klappentext für in Form eines Buchklappentextes zu dem Text, den wir gelesen hatten, Textzusammenfassung in einem Satz, Textzusammenfassung auf einer halben Seite, die dann in kleinen Gruppen gegenseitig überarbeitet wurden, um am Ende dann bessere Texte dabei rauszuhaben. Also mein Studium ist offensichtlich sehr textbasiert, aber ich glaube, solche Austauschformate können auch sehr gut asynchron funktionieren, denn da gab es zwischendurch nur mal, um Fragen zu klären oder so die Grundlinien des Seminars zu klären, Präsenzsitzungen, aber synchrone Sitzungen. Und ansonsten lief das alles asynchron, was ich sehr, sehr angenehm fand. Aber es geht natürlich nicht mit allen Veranstaltungen gleichzeitig. Das musste gut gemischt sein. Klar. Gibt es noch weitere Beispiele? Also auch zum Beispiel aus dem studentischen Engagement. Also haben Studierende Dinge umgesetzt an euren Hochschulen, füreinander entwickelt? Andreas? Ja, bei mir waren es relativ stark die Fachschaften, die sich Dinge überlegt haben. Also die Fachschaften waren auch schon immer federführend mit erst die Wochen gewesen und erst die Abenden und dann auch begleitend für die Studierenden. Und da war es dann ganz schnell, dass die Fachschaften gesagt haben, okay, wir machen sonst einen Wein- und Käseabend, dann probieren wir das einfach mal digital. Dann wurde nicht mehr bitte darauf festnageln, wer es jetzt genau war, aber dann wurde ein gemeinsames Synchronkochen angeboten und gemeinsames Essen. Finde ich auch mal eine super Sache. Es gibt ja nichts Geselligeres als Essen. Ein Kollege von den Changemakern hat erzählt, dass eine Fachschaft die kompletten Vorlesungsräume in Discord, das ist auch ein digitales Tool, nachgebaut haben, dass man quasi dann digital durch die Flure wandern konnte, in Anführungszeichen, um sich da auf ein Pläuschchen zu treffen. Also vor allem so Richtung Fachschaften gab es ganz viel kreative Ideen. Der Anfang war immer so ein bisschen das, was wir sonst machen, probieren wir digital, schnelle Lösungen zu finden und dann über die Zeit hinweg kreativere Lösungen auszuarbeiten, die digital vielleicht auch ein bisschen besser funktionieren. Oh, ja, vielen Dank. Es ist eine Frage reingekommen, die eigentlich mehr ein Statement ist. Und zwar, da geht es um Eigenverantwortung. Studierende mussten viel Eigenverantwortung leisten. Zeigt das Maß an Verantwortung, mit dem die Studierenden umgegangen sind, nicht, dass wir einiges an den Flexibilitäten aus der Corona-Zeit behalten sollen oder können und mit Unterstützungsangeboten agieren sollten, statt mit Rausprüfen durch Drittversuche. So, jetzt die Frage, wäre das eine Forderung an die Studierenden, der ihr euch anschließt, die der Fragende gestellt hat? Kevin, Daumen nach oben. Keine Rausprüfung mehr durch Drittprüfung. Iris. Genau, also das ist ja auch so eine Sache, die schon seit jeher irgendwie der Streitpunkt schlechthin ist. Ne? Warum gibt es eine Maximalanzahl an Prüfungen, die ich ablegen darf? Und wieso werden Nachteilsausgleiche auch so unfassbar hart bis heute geregelt, obwohl es da ja eigentlich Gründe für gibt, zum Beispiel das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Und was ich sehr spannend finde, es gibt ja das Bielefelder Modell, das ist nicht sonderlich bekannt, aber in Bielefeld läuft das alles ein bisschen anders und dort gibt es keine maximale Prüfversuche-Regelung, sondern ich kann so oft Prüfungen ablegen, wie ich möchte. Ich darf mich sogar verbessern, indem ich eine Prüfung nochmal ablege. Und die Grundargumentation dagegen ist ja in der Regel, ja, aber dann können die ja so lange studieren, wie die wollen und dann werden das alles Langzeitstudierende und außerdem ist das ja gar nicht gerecht, weil dann kann ja jeder Studi 10-mal die Prüfung ablegen, bis es eben irgendwann mal passt. Und das Spannende ist, dass es dort halt eigentlich Studien schon zu gibt, eben aus Bielefeld, die ganz klar zeigen,
dass dieses Modell nur Vorteile hat. Die Studierenden legen trotzdem ihre Prüfungen in der Regel beim Erstversuch ab, versuchen trotzdem in Regelstudienzeit durchzukommen, haben aber sehr viel weniger Stress und können sich vielmehr diesem Prinzip des lebenslangen Lernens und der Selbstentfaltung hingeben. Und da würde ich mir wünschen, dass wir wirklich, wir bewegen uns ja auch alle in wissenschaftlichen Kreisen, nach Bielefeld zu gucken und davon zu lernen. Denn scheinbar ist es ja eigentlich vernünftig, genau das zu tun, was gerade auch im Chat quasi angebracht wurde. Frau Karliczek, von Bielefeld lernen. Ich erwarte nicht, dass Sie eine feste Meinung zum Bielefelder Modell haben. Ich habe es jetzt auch zum ersten Mal gehört, zugegebenermaßen. Aber wäre das eine Richtung, in der wir uns weiterentwickeln sollten? Naja, ich glaube, das hat zwei Seiten. Also das eine ist, dass, glaube ich, schon emotionaler Druck abgebaut wird, dass man eben ein Stück weit die Angst verliert, wenn das jetzt der letzte Versuch ist, dass vielleicht deswegen auch die Prüfung daneben geht. Ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren. Die andere Seite ist natürlich, im Moment ist das so, dass alle sehr bestrebt sind, zeitig auch fertig zu werden. Wenn das jetzt aber zum Regelmodell erklärt wird, dann ist die Frage, ob das nicht langfristig schon dazu führt, dass man irgendwann sagt, naja, ich kann es halt doch immer noch mal wieder machen. Ich glaube, irgendwo in der Mitte dazwischen muss man sich wahrscheinlich irgendwie treffen. Man muss vielleicht dann auch, man kann ja auch mal gucken, wo ist das denn notwendig und wo ist das nicht notwendig und kann vielleicht dann auch vergleichende Studien an der Stelle nochmal machen. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, inwieweit das jetzt in diesem Bielefelder Projekt letztendlich, ich sag mal, validiert ist und wie viele Studien es dazu gibt. Das müsste man sich, glaube ich, nochmal angucken. Aber es gibt schon ein gutes Argument dafür, dass der emotionale Druck, wenn man weiß, das ist mein letzter Versuch, schon sehr hoch ist und dass da natürlich die Wahrscheinlichkeit ist, wenn ich sowieso unter Prüfungsstress leide, dass das natürlich dann dazu führt, dass das nicht unbedingt besser wird. Das kann ich nachvollziehen. Ja, vielen Dank. Kevin, ich wollte dich sowieso gleich fragen als nächstes. Du meldest dich gerade. Dann verbinde ich das dich dran nehmen noch mit der Frage, die ich dir gleich stellen wollte. Nämlich, also aus deiner Sicht, du beschäftigst dich ja ganz, ganz viel mit Lehrformen. So. Welche Lehrformen können zu einer besseren sozialen Verankerung beitragen? Damit meine ich jetzt eben mal raus aus der Corona-Zeit, sondern jetzt mal in die Zukunft gedacht, weil irgendwann werden wir diese Lage ja hinter uns gebracht haben. Aber natürlich sollst du auch das anbringen, weswegen du dich gemeldet hast. Ja, vielleicht erst zu den Bedenken, wenn es um die Reduzierung von Prüfungsversuchen geht. Ich glaube tatsächlich, dass der allergrößte Teil von Studierenden nicht plötzlich unendlich lange studiert, nur weil man öfter durchfallen darf bei Prüfungen. Denn so angenehm und erstrebenswert ist das Dasein als Studi jetzt auch nicht, dass ich das mein Leben lang machen möchte. Und ich glaube, das geht den allermeisten Leuten so, auch den Leuten, die deutlich über einer Regelstudienzeit sind. Ich glaube, es gibt andere Gründe, die dafür sorgen, dass man seine angezielte, eigentlich gewünschte Studienzeit überzieht, dass man ständig Prüfungen verbessern möchte. Ich glaube, es ist eher ein Problem, dass man sich nicht traut, zu Prüfungen anzutreten, weil ich ja nur eine begrenzte Anzahl an Versuchen habe. Ich glaube, gute Lehrformen, die soziales Miteinander fördern und auch dazu beitragen, in ein akademisches Leben und in ein wissenschaftliches Denken und Handeln zu kommen, was ja ein Studium bewirken soll, sind Lehrformen, die nicht in ganz kleinen, kompartimentierten Modulgrenzen denken, sondern innerhalb des Studienfaches bereichsübergreifend Herausforderungen stellen, an denen dann Studierende mit Lehrenden gemeinsam arbeiten können. Also ein relativ klassisches Beispiel, was schon vielfach existiert, sind so Forschungspraktika aus manchen Studiengängen. Ich kenne das aus meinem Bachelor, den habe ich in Wirtschaftspsychologie gemacht und da hatte ich ein experimentelles Praktikum, wo wir eine sozial- und wirtschaftspsychologische Fragestellung in einer Studierendengruppe von so 10 Leuten über ein Semester bearbeitet haben, eine Studie durchgeführt haben, uns eingelesen haben in Literatur, das von vorne bis hinten durchgedacht haben, jeden Arbeitsschritt selbst gemacht haben unter Begleitung von Lehrpersonen. Und das, also da habe ich die Sachen, die ich da anwenden musste, deutlich besser gelernt, als ich das in so manchen Vorlesungen
zum Beispiel gelernt habe. Und ich glaube, diese Art von forschendem Lernen, was auf eine Problemlösefähigkeit hinarbeitet und nicht auf eine Reproduktionsfähigkeit von Wissen, ist viel wichtiger, gerade in einer Zeit, wo man sowieso im Zweifelsfall alle Sachen nachschlagen kann. Ich glaube, es geht viel eher darum, Muster und Strukturen zu verstehen, als sich einzelne Bausteine von Sachwissen möglichst gut merken zu können. Ja, danke, Kevin. Ich darf mal einen würde... Ja, bitte. Weil das ist ja genau die Veränderung, die gerade stattfindet. Dass wir im Grunde weg müssen von Wissensspeichern hin zu Kompetenzen uns erarbeiten, wie wir unser Wissen immer wieder auffrischen können. Das ist ja genau die, das ist ja nicht nur eine Veränderung, die an den Hochschulen stattfinden muss in dieser Form, sondern die eigentlich sich gerade durchs gesamte Bildungswesen zieht, weil wir ja die Menge an Wissen, die wir im Moment generieren, nimmt exponentiell zu und es wird ja eher noch stärker werden in den nächsten Jahren, als dass es abschwächt. Ob es überhaupt jemals wieder abschwächt, ist ja nochmal eine ganz spannende Frage. So, und wir werden ja nicht mehr dahin kommen. Und interessant ist ja, dass eigentlich vor Bologna, bevor eben im Grunde Bachelor und Master da war, dass man diese Form von Lernen durch sich selbst etwas erarbeiten ja viel weiter und viel breiter hatte, als man das heute hat. Das finde ich ist eigentlich so dieser Punkt, durch diese Systematisierung und durch diese Modularisierung, die man gehabt hat. Ich habe das damals selbst erlebt. Ich habe noch einen Diplomstudiengang an der Fernuni gemacht. Und dann kam eben Bologna und dann wurde das Schritt für Schritt in kleine Häppchen verpackt und dann gab es eben diese einzelnen Module, dann gab es die ECTS-Punkte dafür. Und aber im Grunde war das Gleiche, nur anders formiert. Und ich habe den Eindruck, dass das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, im Grunde uns wieder ein Stück dahin führt, dass wir so ein Stück weit das, was wir davor gehabt haben, ein Stückchen wiederkriegen wollen. Und vielleicht ist das sogar sinnvoll angesichts der Veränderung des Wissens, vor dem wir gerade stehen. Ja, ich hoffe, dass es sich in die Richtung entwickelt tatsächlich. Wobei ich auch behaupten würde, ich war selbst schon Teil vom Bachelor-Master-System. Also man kann es auch bei Bachelor-Master hinkriegen, kompetenzorientierte Lehre und Prüfen zu machen, auch wenn ich zugeben muss, dass es bei der Mehrheit der Lehrveranstaltungen, die ich hatte, nicht der Fall war. Aber auch da kann ich berichten, da gab es wirklich sehr, sehr positive Beispiele auch bei mir. Wir kommen langsam zum Ende. Das ist schade. Ich hätte noch viele Fragen. Wir haben auch noch einige Fragen hier, die aufgelaufen sind. Ich möchte aber noch ein Thema anreißen, bevor ich quasi zur Abschlussrunde komme. Und zwar ein ganz großer Punkt sind ja so ein bisschen die spontanen Austauschmöglichkeiten. Ich habe gerade heute, ich bin hier im Büro vom Hochschulforum, habe mit einem Kollegen, der jetzt letzten Monate eigentlich die ganze Zeit im Homeoffice war, gesprochen und der meinte, wie schön das ist, sich endlich mal auch mal kurz einmal mal austauschen zu können. Und das fehlte ja natürlich, das fehlt ja total im Studium. Und wie kann man die Hochschule der Zukunft eben zu einem sozialen Lernort entwickeln? Und zwar stärker, als es die Hochschule vor Corona, vor der Pandemie war. Wie muss sich das verändern? Wie muss sich das strukturell, baulich verändern? Das ist eine große Frage. Ich würde einfach mal Jana direkt fragen. Wie können das Digitale, das Analoge ergänzen? Wie kriegen wir das Soziale miteinander in Zukunft besser hin? Ja, also ich glaube, eine ganz zentrale Frage dabei ist, wie muss digitale Interaktion gestaltet sein, dass sie qualitativ auch an das Analoge rankommt. Also es wird darum gehen, auch unter digitalen Bedingungen eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich Studierende wohlfühlen und eben diesen Mehrwert, den viele nach wie vor im Analogen sehen, auch digital abzubilden. Mein Ansatz ist es deshalb auch, eben Lehr-Lernerfolge und Student Wellbeing auch unter digitalen Bedingungen zu ermöglichen und eben nicht von Bedingungen abhängig zu machen, die gegebenenfalls nicht erreicht werden können. Ja, danke dir. Das war eine gute und kurze Antwort auf eine sehr große Frage. Ich würde noch eine Frage, die reingekommen ist, und zwar an Sie, Frau Karliczek, reinnehmen. Und zwar eine ganz konkrete politische Frage.
Erwägt das BMBF bzw. erwägen Sie in der noch laufenden Legislaturperiode, das ist ja nicht mehr lang, die Überbrückungshilfen an die, ich zitiere den Fragesteller oder die Fragestellerin, der Realität von Studierenden entsprechend noch anzupassen. Stichworte des, der fragestellenden Person, Nachweiskontostand, Höhe der Hilfe etc. Also bei der Überbrückungshilfe wird im Moment jetzt nichts mehr passieren. Wir diskutieren ja im Moment auch mit Blick auf das Wirtschaftsministerium, wie stellen wir uns für den Herbst auf? Müssen wir uns da jetzt irgendwie absichern? Das ist aber eine Diskussion, die hier im Moment noch geführt wird. Alles, was jetzt, ich sag mal, auch ein Parlament braucht, ist gar nicht mehr machbar. Wir könnten also, wenn, dann nur noch hier selber agieren. Aber da wir eigentlich davon ausgehen, dass im Herbst wieder relativ viel Normalität stattfinden kann, ist jetzt erstmal nicht geplant, dass wir da jetzt noch irgendwie administrative Veränderungen vornehmen. Okay, vielen Dank für diese Antwort. So, und jetzt kommen wir in die Abschlussrunde. Und jetzt, jetzt machen wir eine kleine, jetzt wird es ein bisschen fantastisch, und zwar Folgendes. Ihr geht jetzt nach Hause, beziehungsweise ich sehe ja, einige in der Runde sind auch zu Hause. Ihr macht nach dieser Runde noch einen Spaziergang. Sie gehen nach Hause, Frau Karliczek, davon gehe ich aus. Und auf dem Weg begegnet euch ein Feenwesen, ein Hochschulfeenwesen. So, und dieses Hochschulfeenwesen verspricht euch, einen Wunsch zu erfüllen. Und zwar, was ich bis Ende 2025, zufälligerweise das jetzt geltende Ende der Förderdauer fürs Hochschulforum Digitalisierung, was sich bis Ende 2025 an Hochschulen verändert haben muss oder kann mit Blick auf Social Wellbeing. Diese Fee ist allerdings ziemlich pragmatisch. Das müssen also realistische Wünsche sein. Was wünscht ihr euch? Und ich würde da einfach die Runde eröffnen mit Iris und Frau Karliczek, Sie würde ich als letztes dran nehmen, können sich schon mal darüber Gedanken machen. Iris, was ist dein halbwegs realistischer Wunsch an die Fee? Ich glaube, mein größter Wunsch wäre, dass wirklich Maßnahmen getroffen werden, um die psychische Gesundheit von Studierenden aufrechtzuerhalten. Und das fängt an bei eben das Thema Nachteilsausgleiche, Symptomangaben bei Attesten, dass man das wirklich ernsthaft angeht, wie es die Sozialerhebung auch schon oft gezeigt hat. Und auf der anderen Seite aber auch das Thema rund um die Studienfinanzierung, Kinderbetreuung, auch das ernsthaft angeht, weil das sind eigentlich schon seit jeher die Hauptthemen, die dazu führen, dass es Studierenden schlecht geht. Und in Corona natürlich noch sehr viel schlechter. Ja, danke Iris für die schnelle Antwort. Jana, was sagst du? Als Bildungswissenschaftlerin wünsche ich mir, dass wir nicht so sehr zurückschauen oder uns die alte Normalität zurückwünschen, sondern dass wir den Blick nach vorne richten, das mitnehmen, was gut gelaufen ist in den letzten Monaten und eben das Forschungspotenzial, das sich aus der Corona-Krise auch ergibt, nutzen und eine Hochschule schaffen, an der sich Studierende sowohl im Analogen als auch im Digitalen wohlfühlen. Danke dir, Jana. Dann würde ich mal auf Kevin gehen. Kevin, was ist dein Wunsch an die Hochschulfee? Bestenfalls haben wir bis 2025 an den Hochschulen Fächer, die so strukturiert sind, dass man sich mit Tiefe beschäftigen kann, statt oberflächlich Faktenwissen zu lernen. Ich habe bestenfalls Lehrende, die das ermöglichen können, weil sie ein sicheres Arbeitsverhältnis haben. Ich möchte die Möglichkeit haben, dass mein Stundenplan und mein Prüfungsplan frei genug sind, um mich auch außerhalb von meinen Pflichtveranstaltungen frei mit Inhalten zu beschäftigen. Ich möchte Schwerpunkte setzen können. Ich möchte aber auch Sachen verwerfen können im Studium, ohne dass es in irgendeiner Form sanktioniert wird, sei es durch überziehende Regelstudienzeit, Studienzeitverlängerungen, die daraus resultieren und viel zu lange dauern, als es eigentlich nötig wäre oder sowas. Genau, bestenfalls können Leute tatsächlich forschend lernen und werden von ihren Lehrenden in ihrem Lernprozess begleitet, anstatt dass ihnen nur Dinge vorgekaut werden, die sie reproduzieren müssen. Und bestenfalls sind dann 2025 auch schon Bauprojekte auf dem Weg, die auch räumlich dafür sorgen, dass tatsächlich die Räume so strukturiert sind, dass ein Austausch zwischen Leuten stattfindet und nicht von vorne ins Publikum. Es sind ja mehrere Wünsche an das Feenwesen. Aber okay, Andreas. Eine Vision. Versuch es in einen Wunsch zu packen. Und zwar glaube ich, dass ein Schlüssel für die Thematik in guter bis herausragender Lehre liegt. Und
mein Wunsch an das Feenwesen wäre, dass Lehre auch bei den Lehrenden höher angesiedelt werden kann. Also dass eben nicht mehr nur Forschung, nicht mehr nur Publikation, nicht mehr nur Drittmittelakquise etc. im Vordergrund stehen, sondern dass es auch Möglichkeiten gibt, Lehre einzuplanen, Sichtbarkeit für Lehre zu bekommen etc. Also ich glaube, dass Lehre noch mehr in den Mittelpunkt gerückt werden muss und ich glaube, dass das ein Baustein sein kann, auch für viele andere Themen an Hochschulen. Super, Andreas. Frau Karliczek, Sie haben das letzte Wort. Sie begegnen jetzt auf dem Heimweg einem Hochschulfeenwesen. Was wünschen Sie sich? Naja, die Digitalisierung schafft uns die Möglichkeit, wirklich individuell auf ganz unterschiedliche Leistungsniveaus und auch auf unterschiedliche Arten des Lernens einzugehen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der wirklich den Fortschritt organisiert, dass man nämlich individuelle Bildungsbiografie auch eben in der Art des Lernens organisieren kann. Und dann geht es darum, auf der einen Seite Individualisierung in der Bildungsbiografie zu organisieren und trotzdem das Thema Zusammenhalt und soziales Miteinander neu zu organisieren. Und das vernünftig zu verknüpfen, da würde ich mir sogar die Unterstützung einer tollen Fee wünschen, weil das ist keine einfache Aufgabe, die wir uns da vornehmen. Das stimmt, das sind alles keine einfachen Aufgaben. Mir bleibt an dieser Stelle jetzt nur noch zu sagen, danke an die Runde. Es ist schwer, das jetzt zu beenden. Ich hätte noch viele Fragen gehabt. Ich glaube, wir hätten auch noch länger diskutieren können. Das Ganze war auf 60 Minuten angelegt, dabei soll es bleiben. Ganz herzlichen Dank an alle hier in der Runde. Frau Karliczek, toll, dass Sie dabei waren, aber auch ihr vier Studierenden, beziehungsweise Jana, du bist Promovierende, aber Promotionsstudium, ganz genau, damit also auch noch Studierende. Wirklich ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche einen schönen Abend und mögen die Wünsche an das Feenwesen möglichst in Erfüllung gehen. Vielen Dank. In die Runde. Tschüss. Tschüss.